Das wahre Selbst als Orientierung. Menschen mit frühen Bindungstraumen haben oft ein schlechtes Selbstwertgefühl. Daher erinnern sie daran, dass Mutter Erde sie hervorgebracht hat, sie täglich trägt und nährt bedingungslos. Wenn sie sich bewusst machen, dass sie von Geburt auf Teil sind eines größeren schöpferischen Ganzen, dann gibt es ihnen eine Würde, einen Wert, der unverlierbar ist und unzerstörbar. Dieses innere Wissen bezeichnen wir als ihr wahres Selbst. C.G. Jung nannte es den göttlichen Funken in uns. Die wahre Botschaft Jesu, die Erbwürde. Im Unterschied zu der Kirchenlehre von der Erbsünde lehrte der Mensch Jesus, ihr alle seid Gottes Kinder und eine größere Würde kann man einem Menschen nicht zusprechen, eine mit der Geburt erworbene Erbwürde. Den meisten ist unbekannt, dass es eine Fassung des Vaterunser auf Aramäisch gibt. Das war die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Der Inhalt unterscheidet sich wesentlich von dem uns vertrauten Text. Er orientiert sich nicht an der Vorstellung eines männlichen Schöpfergottes, sondern ist vereinbar mit der Vorstellung, dass Gott und die Natur eigentlich eins sind. Statt mit Vater unser beginnt er daher mit Mutter, Vater, alles geschaffen. Da für viele Menschen bereits die Begriffe Vater und Mutter belastet sind, habe ich mir erlaubt, den Text ein wenig zu verändern. So wird es ein Gebet an eine schöpferische Instanz, die nicht benannt werden muss. Du hast alles Erschaffene hervorgebracht. Ohne Namen wirkst du heilig durch Zeiten und Räume. Dein göttliches Einssein erschafft in Liebe und Licht ewig und jetzt. Lass deinen Willen durch meinen geschehen, im Geistigen wie im Körperlichen. Gib uns täglich Nahrung, dem Körper wie der Seele. Löse die Fesseln meiner Verfehlungen, wie sie anderen löse. Lass mich nicht verloren gehen in oberflächlichem Materiellen. Befreie mich von Verwirrung und von allem, was mich festhält oder was ich festhalte. Denn allein du bist die Kraft, du bist der Gesang des Universums, jetzt und hier. Und in Ewigkeit.